Ich bin Rainer Höss, Enkel des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, der letztendlich Gründer von Auschwitz im Gesamten war, das was wir heute sehen. Ja, also ich denke, aus Bösem kann auch Gutes entstehen. Nur in dem Moment, wenn sich Familienmitglieder letztendlich outen zu diesem, also aus dem inneren Zirkel rausgehen und in die Gegenwart gehen und es erzählen, wie es in diesen Familien heute noch keimt, wie Antisemitismus, Rassismus heute noch gelebt wird, die ideologische Prägung. Nicht die Aufarbeitung, das Glorifizieren war weiterhin präsent. Man hat weiterhin an die gute alte Zeit geglaubt und auch geglaubt, dass sie wieder entstehen wird. Also die nachfolgenden Generationen wurden eigentlich schon wieder darauf präpariert, später irgendwelche Lieder in diesem System erneut zu werden. Also man ist nicht davon weggegangen zu sagen, mit Kriegsende ist es erledigt. Nein, man hat an der neuen Weltordnung gearbeitet, also das Vierte Reich. Massenmörders? Genau. Also gekommen ist eigentlich relativ früh, aber man darf es nicht so sehen, dass es irgendwo jetzt ein System ist, wo man sofort alles bekommt. Also es war so ein Tröpfchen-bei-Tröpfchen-System. Aber die Gewissheit, 100% zumindest mal, dass ich ein Enkel dieses Mannes bin, war, als ich den Kommandant von Auschwitz gelesen habe im Alter von 15 und Menschen in Auschwitz von Hermann Langbein. Und daraufhin habe ich dann das elterliche Haus verlassen und ja, habe diesen Weg eingeschlagen. Mehr wie schockiert. Also es hat Tage gebraucht, bis ich wieder einigermaßen normal und klar strukturiert war, für mich strukturiert war. Ja. Also sind jetzt annähernd 32 Jahre, wo ich Familie recherchiere, wo ich Themen auf den Tisch bringe, die eigentlich nur innerhalb der Familie gesprochen wurden. Also dass Juden schuld sind, dass Alliierte schuld sind, dass man diesen Bereich oder diese ethnische Gruppe weiterhin vernichten muss. Also so war der Tenor innerhalb der Familie. Ja. Schon seit über 10 Jahren. Ich gehe auf Demonstrationen gegen rechts. Ich habe ein Buch geschrieben, das eigentlich das Licht reinbringt, das auch gleichzeitig auch die Holocaust-Leugner angreift, wo ich klarstelle, welche Thesen sie aufstellen, die nicht funktionieren. Ich nehme teil an verschiedenen Dokumentationen. Ich bin viel in Medien, natürlich. Ich arbeite intensiv mit Überlebenden, wo ich auch mit Stolz sagen kann, sie sind Freunde geworden, mehr wie Freunde, Bezugspersonen für mich. Dass alle Schwachköpfe sind, im Grund. Sie glauben an eine falsche Ideologie, eine Ideologie, die gezüchtet wurde für die breite Masse, die aber keinerlei historischen oder eine Basis hat. Es gibt nichts. Es ist eine Dummheit, nichts anderes. Und vielleicht besser mal ein gescheites Buch lesen, als irgendwelche Hasspropaganda oder Hassparolen, die andere einem in den Mund legen. Ja, weg von diesem Schäfertum. Also so diese Massenware. Glauben an die weiße Rasse, glauben an das Ariertum. Das ist totaler Müll. Das gab's nicht. Es gibt keine Arier. Über die Zeit, ja. Ich denke, dass ein Umbruch da ist. So wie auch momentan natürlich eine Steigerung dieses ideologischen Gedankenguts wieder stattfindet. Man hat Pegida, die ja auch begründet sind oder mit in der rechten Szene aktiv sind. Man hat verschiedene europäische Gruppen, UKIP, Le Pen. Man sieht, es ist ein Wachstum da. Und vor 10 Jahren hat es noch keiner geglaubt, obwohl ich schon gesagt habe, wir werden den Anstieg der Rechten wieder haben. Europaparlament ist, denke ich mal, das beste Beispiel. Von 2 Sitzen, was die früher hatten, zu 172 Sitzen, im Gegenzug zu 751 Sitzen. Also man kann nicht mehr davon reden, wir haben hier eine Minderheit. Sie sind schon sehr präsent und sie werden weiterhin präsent sein. Siehe gestern den Aufmarsch von 1000 Nazis am Reichstag am 8. Mai. Also für mich unglaublich, dass sowas überhaupt von unserer Regierung geduldet wird.
dass solche Menschen auf die Straße gehen dürfen. Wir unterstützen sie, auf der einen Seite bekämpfen wir sie, auf der anderen Seite gibt es der Staat ihnen das Recht, Antisemitismus und Hass zu verbreiten. Einfach in der Dummheit, schlechte Ausbildung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man es wieder irgendwie in Ökonomie reinsteckt, sondern einfach, wir betreiben zu wenig Aufklärung. Und ich habe mitgewirkt an diesem Gröning-Prozess, dass dieser Mann vor Gericht kommt. Wir werden an weiteren Prozessen arbeiten für weitere SS-Täter, um einfach hier mal klar zu zeigen, was damals lief. Und wenn ich dann Leute höre wie den Gröning, der also die heutigen Rechtsradikalen, Neonazis, nicht mal für voll nimmt, weil er sagt, die waren gar nicht unserer ideologischen Prägung. Die glauben an was ganz was anderes, die wollen nur Randale machen und genauso sehe ich es auch. Okay, vielen Dank. Gerne.